Da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, 558. Folge am Sonntagabend mit Reiko Schmidt. Und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin gerade hier in meinem Hotelzimmer in Thüringen angekommen und kann nur eins sagen, eine völlig unerwartete Fahrt liegt hinter mir. Denn normalerweise gebe ich immer mein Fahrtziel in das Auto ein und dann sehe ich, aha, das sind knapp unter 500 Kilometer, dann zeigt er halt irgendeine Fahrzeit an, aber die unterbiete ich regelmäßig, wobei ich heute gemäßigt gefahren bin. Ihr wisst ja, CO2-Debatte, man soll ja nicht so sehr aufs Gas drücken und außerdem war schönes Wetter, sodass ich es ein bisschen ruhiger angehen lassen habe. Was ich allerdings nicht beachtet hatte, dass ein großer Teil der Strecke nicht mehr Autobahn ist. Und ich habe sonst vorwiegend in Städten zu tun, wo ich entweder direkt mit dem Flieger dahin komme, wo ich hin muss, oder muss dann von da aus nur noch ein paar Meter fahren, aber auch immer auf der Autobahn. Und wenn man dann an einen Ort muss, wo es keine Autobahn weit und breit gibt, wo man durch lauter kleine Ortschaften fahren muss, dann ist das eine ganz schöne Belastung. Ich bin durch hessische, kleine, niedliche Dörfer gefahren. Eins war wie das andere. Es war das immer gleiche. Eine Tanke im Ort, ein Gasthof im Ort, ein paar Jugendliche, die da an der Tanke rumstanden. Und dann kam der nächste Ort und genau wieder dieselbe Leier. Und das jetzt über 2 Stunden lang. Der Autobahnanteil, den hatte ich relativ rasch abgerissen. Aber diese Schuckelei hier durch die langweiligen Dörfchen in Hessen und in Thüringen, das hat mir hier den letzten Nerv geraubt und deswegen bin ich um 21.04 Uhr bettreif hier angekommen. Mitten in Meiningen steht das Hotel und ich werde jetzt hier unten, glaube ich, noch eine Kleinigkeit essen. Dann hat sich's für heute. Man glaubt nicht, wie anstrengend Autofahren auf der Landstraße ist. Und immer gewärtig zu sein, dass man irgendwo geblitzt wird, ganz aufmerksam zu gucken, wo ist 30, wo ist 50, wo ist 70. Es gibt sogar 40 Zonen hier und überall Blitzer. Und da mir das die Firma ja nicht bezahlt, dachte ich mir, passte mal ein bisschen auf. Und das Resultat ist, ich bin zwar nicht geblitzt worden, aber komplett erledigt. Und das schon am Nachmittag gewissermaßen, um 21.05 Uhr mittlerweile. Naja, und als ich hier eben das Hotel betreten hatte, musste ich durch das Restaurant durchgehen. Da hinten ist dann so ein kleiner Counter und in dem Moment, wo ich nur durch die Tür kam mit meinen Koffern, hörte ich in einer Ecke so laut, dass es eigentlich nicht für meine Ohren bestimmt war, aber dass ich es dennoch hören konnte, ein Wessi. Und gemeint war ich, hab mich da ein bisschen gewundert, woran man das jetzt hier wohl so schnell festgemacht hatte. Liegt es an den Remova-Koffern? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht meinen Anzug an, ganz klar, weil den brauche ich ja erst morgen in meinem Termin. Ich bin hier in Jeans und T-Shirt reinmarschiert und wurde sofort mit einem Vorurteil konfrontiert, was noch nicht mal stimmt. Denn wie die Nachtzug nach Hamburg-Hörer, die schon länger mit dabei sind, wissen, stamme ich ja hier aus Sachsen. Das ist gleich das nächste Bundesland, also ich bin alles aber kein Wessi, ich bin noch kein Ossi. Ich finde diese Einteilung in ja, Vorurteilszonen, so kann man es ja fast schon nennen, ein bisschen kindisch, so viele Jahre nach der deutschen Einheit. Mittlerweile sind wir im 18. Jahr nach der deutschen Einheit. Aber wahrscheinlich braucht der Mensch so seine kleinen Vorurteile, um ja, sich besser zu fühlen, oder? Warum macht man sowas und warum ist das eigentlich auch so eine haltlose Geschichte, weil ich hatte noch nicht mal guten Tag oder irgendetwas gesagt. Das waren einfach Gäste hier und man begegnet diesen ja häufiger. Man lästert ja oder man hört Geläster über Ossis, über Wessis, je nachdem auf welcher Seite man sich gerade befindet. Haltet ihr es nicht eigentlich auch für überholt? Oder gibt es so in Anführungszeichen typische Sachen, die einen Ossi oder einen Wessi auszeichnen? Benutzt ihr selber diese Einteilung? Na, ganz ehrlich, Vorurteile könnt ihr mir gern als E-Mail an nachtzug@email.de oder als Kommentar auf die Homepage www.nachtzugnachhamburg.de schreiben. Vor allem, was die typischen Merkmale eines Ossis und die typischen Merkmale eines Wessis sind. Wenn ihr Lust habt, würde ich mich über Post von euch freuen. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Dann aus Sachsen, euer Reiko.
mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.